Und dann kommen wir mal zum Highlight des Updates. Und zwar ist es Mobil hier. Das ist ein Gold Robux kaufen und uns kostenlos unterstützen. Dann gebt einfach den Starcode CPET ein beim Kauf von Roblox Premium oder Robux. Dankeschön. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal CPET, Leute. Wir spielen mal wieder Roblox Mad City. Und hallo erstmal, Thomas. Und Hallöchen erstmal Patrick, Hallöchen liebe Freunde, nach ein paar Tagen zurück am Start mit brandneuen Neuigkeiten hier auf Mad City und es wird richtig heiß und nicht nur das Wetter, sondern auch hier im Video, Leute. Genau, denn es gibt ein neues Update, endlich Leute, aber bevor wir euch das alles zeigen, wollten wir nochmal ganz kurz sagen, schaut gerne mal in die Beschreibung, da ist unser neuer Roblox-Kanal verlinkt, da spielen wir alle Spiele drauf, also jetzt nicht nur Mad City oder sowas, sondern alles mögliche. Ist wie gesagt in der Beschreibung verlinkt. Schaut dort gerne vorbei. Lasst gerne dort ein Like da und ein Abo da, Leute. Würde uns wirklich mega freuen. Und ja, ihr könnt auch gerne den Starcode CPET benutzen, falls ihr Bock habt, uns mit Robux Kauf zu unterstützen. Ihr könnt dann auch gerne ein Foto auf unseren Discord-Server reinschicken. Dann blenden wir euch nämlich auch wie beispielsweise jetzt im Video ein. Richtig. Und worüber reden wir heute? Was sagst du, hä? Es gibt auf jeden Fall einige coole neue Sachen und diese coolen Sachen wollten wir euch heute zeigen. Es geht zuallererst erstmal um diese coole neue Minimap unten rechts, Leute. Es gibt, also ich muss sagen, von der bin ich sowas von umgehauen. Die finde ich so unnormal geil. Ein Träumchen, was ich mir schon immer erhofft habe. Einfach, dass man mal sehen kann, yo, da befinde ich mich, da ist die nächste Straße und ja, ich meine, die Map kennen wir alle mittlerweile auswendig, aber es ist einfach schön. Und das Geile ist, du verrätst es jetzt bestimmt jeden Moment. Was ist das Geile an dieser Karte? Das Geile an dieser Karte ist, dass man die groß machen kann, ne? Ja, man klickt einfach drauf, schön so einmal linksklick drauf, dann wird das ganz groß. Schön transparent auch, dass man quasi seinen Charakter auch noch sieht, aber man kann ganz normal auf die Karte gucken. Genau. Und das Allergeilste an dieser Karte ist, man sieht da seine Überfälle, man weiß, oh, die Überfälle sind aktiv, ah, da muss ich hinfahren, da kann ich hinfahren und so weiter. Genau, aber natürlich nur, wenn man gerade nicht im Überfall drin ist, weil jetzt gerade rauben Thomas und ich ja den Zug aus und ihr seht, dann sind diese Symbole nicht auf der Map, aber ja, jetzt wird quasi nur das angezeigt, was für mich relevant ist und das ist also die kriminelle Basis und ja, sonst eigentlich gar nichts. Genau, genau. Aber finde ich super gemacht, wirklich, weil das ist ja genau das, was man jetzt braucht. Ne? Ansonsten ist das natürlich noch nicht alles, Leute. Also ich kann jetzt mal ganz kurz hier nochmal mit der Minimap spielen. Man könnte sogar so eine Challenge machen, nur mit der Minimap spielen, dass man die ganze Zeit nur auf die Minimap guckt. Das wird sogar ganz gut funktionieren, muss ich sagen. Ja, aber natürlich ist das Problem, es ist alles transparent, deswegen könnte man ja cheaten. Deswegen, das bringt ja nicht so viel. Aber auf jeden Fall eine lustige Sache mit der Minimap und ja, auf jeden Fall haben die das gut gemacht, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Endlich, wie gesagt. Genau. Leute, ansonsten gibt es noch eine andere Sache. Und zwar, wenn wir mal ganz kurz zum Nike Rider fliegen, sehen wir beim Nike Rider. Thomas, willst du nicht beim einsteigen? Ja, komm, rein. Komm mit, komm mit. So, wenn wir zum Nike Rider fliegen, sehen wir nämlich, dass wir beim Nike Rider ein kleines Update bekommen haben. Ich weiß nicht, wer von euch. Ja, doch. Ja? Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wer von euch das, dieses Auto kennt, aber wir sehen, wir haben hier so eine Turret drauf. Bam. Das heißt, man kann jetzt mit dem Nike Rider sogar schießen. Man kann mit ihm da rumfahren. Ich habe ihn leider nicht gekauft, deswegen kann ich euch das nicht zeigen, weil ich ihn dann damals als sinnlos angesehen habe. Aber Fakt ist, man kann jetzt mit dem rumfahren und gleichzeitig schießen. Und das Besondere an diesem Auto ist, dass der Fahrer schießen kann. Also es ist jetzt nicht der Beifahrer, der schießt, soweit ich das verstanden habe, sondern es ist wirklich die Person, die gerade fährt. Ja? Ist schon cool, finde ich. Also, dass das quasi auch die Person ist, die fährt. Ja. Das gibt es ja so in der Art und Weise noch nicht unbedingt. Nee, das stimmt, das stimmt. Ansonsten gab es noch irgendwas von wegen Downing Players. Ich weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist mit Downing Players. Da müsste man eigentlich mal drauf gucken, vielleicht wenn irgendjemand stirbt, dass dann was Bestimmtes passiert, dass die erstmal nur genockt sind oder so, ich weiß es nicht. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Deswegen würde ich mal sagen, Thomas, ich wechsle mal ganz kurz auf die Superheldenseite und probiere das an dir aus, damit Nein. Doch, tatsächlich. So,
Also, wir fliegen jetzt mal damit herum mit dem Inferno-Kollegen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das nochmal an, was genau mit Downing Players gemeint ist. Aber ich vermute, wie gesagt, dass der Spieler dann auf dem Boden liegt und man den dann quasi noch heilen kann. Sowas kann ich mir ganz gut vorstellen. Also, ich greife den Thomas jetzt mal an. Oh Gott, nein. Es tut so weh. Aua, aua. Und? Hey, irgendwie bist du echt schlecht gerade. Ja, was soll ich machen? Ich kann nur mit diesem Feuer. So ja, siehst du? You knocked. Das heißt, jetzt kann ich dich. Oder jetzt könnte ein anderer Spieler dich theoretisch noch heilen. Ja. Ich weiß nicht, hast du eine Anzeige, wie lange das so geht? Doch, nein? 18 Sekunden. Steht warte da mal, oben. Jetzt kommt der Typ da. Halt mich. Hier. Juckt den halt gar nicht. Ich hab einfach nur. Na. So. Jetzt töte ich die auch, die beiden Jungs. Weg mit euch. Bumm. Bumm. Da halte ich jetzt? Nee. Oh, Leute, jetzt habe ich dich ganz getötet, ne? Habe ich ganz getötet. Jetzt bin ich weg, ja. Aber auf jeden Fall ein cooles Feature auf jeden Fall. Also gefällt das mir. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut, weil man hat halt oft diese Situation, dass man vielleicht nochmal geheilt werden möchte, ne? Oder dass man nochmal aufsteht, weil ja, weil man gerade irgendwie dooferweise gestorben ist. Ja, oder an jemand anders kommt vorbei, hilft dir und kann dich dann nochmal heilen. Ja, also sowas finde ich, wie gesagt, gut, weil manchmal ist es ja wirklich, dass man den Gegner gerade noch so getötet hat und der andere aber gestorben ist und dann kann man den Mitspieler natürlich nochmal heilen. Natürlich vorausgesetzt, man schafft das in, ich sag jetzt mal, nach kurzen Zeit oder der andere Spieler oder der Mitspieler wurde jetzt nicht schon komplett rausgehauen, weil man kann den, wenn der gedownt ist oder genockt ist, kann man ihn ja quasi auch töten, dann landet er auch wieder im Gefängnis, ne? Genau, genau. Deswegen super Sachen, super Features hier im neuen Update. Und das macht Spaß, muss ich sagen. Ja. Freut mich richtig, dass da wieder was Schönes rausgekommen genau. ist. Genau. Nur das einzige Problem, was ich momentan so ein bisschen gelesen habe, ist, dass das Spiel wohl Performance-Probleme hat. Also ein paar Leute haben wohl ziemlich starke Lags und die wollen sich jetzt irgendwie darauf konzentrieren, dass wieder alles flüssig läuft. Ich muss dazu sagen, bei mir am PC läuft alles gut. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht irgendwie Probleme habt, dass es bei euch laggt oder so. Vielleicht kommt es auch aufs Handy drauf an oder auf ein Tablet kommt drauf oder an, so. Ne? Also es muss ja nicht unbedingt auf dem PC sein. Das ist die Sache, ne? Aber gut, schreibt mal in die Kommentare, ob es bei euch laggt und falls ja, auf welchem Gerät ihr spielt, ne? Und dann kommen wir mal zum Highlight des Updates und zwar ist es was dieses ist das schicke denn? Mobil hier. Das ist ein neues, sehr, ja, wie soll man sagen, Special Auto, also spezielles Auto. Es nennt sich Hyperglider und dies, ja, das ist eine, wie soll man sagen, eine Mischung zwischen Flugzeug und Motorrad. Aber ihr seht, es kostet auch 5 Millionen. Das ist das erste Special-Auto, nachdem der Thunderbird rauskam. Ich denke mal, echt jeder. So stimmt. Haben die auch auf Twitter geschrieben, weil sich einige wegen dem Preis beschwert haben. Und ja, Leute, der ist teuer. Da können wir uns drauf. Ja, da können wir uns einig sein. Aber, ne, ich meine zum Beispiel der Thunderbird, der kann fliegen normalerweise. Da lande ich jetzt hier auch nochmal. Also, wie gesagt, der Thunderbird hat auf jeden Fall die spezielle Fähigkeit, dass der über dem Boden gleitet. Ne, man sieht es, zack. Und die Reifen, die klappen so ein und man kann jetzt hier mit dem Thunderbird gleiten. Mega cool gemacht, ne? Und das ist auch das einzige Auto, was dieses Feature, sage ich mal, hat. Ne? Es gibt kein anderes Auto, was so in dieser Art gleiten kann, was das Auto natürlich auch sehr besonders macht. Aber so ein Thunderbird, der kostet natürlich auch jede Menge, ne? Ich glaube auch 4 Millionen oder sowas war das, ne? Krass, und, ja. Nee, ja, doch, der war auch echt teuer, ne? Ja, genau, irgendwie so um den Dreh. So, und jetzt der Hyperglider, der kostet ja sogar, wie wir gesehen haben, 5 Millionen. Das heißt, ich meine, wenn der Preis vom Thunderbird stimmt, nochmal 1 Million mehr, was natürlich ordentlich ist. Aber man kann, wie gesagt, mit dem Motorrad fliegen und, fahren. Irgendwie so eine Mischung war das. Aber Leute, da seid ihr jetzt natürlich gefragt. Und zwar, wenn wir auf dieses Video 1000 Likes knacken, kaufen wir uns den Hyperglider im morgigen Video. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und ja, da seid ihr gefragt. Also wenn wir sehen, okay, ihr habt da Bock drauf, dann machen wir das. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann machen wir das halt nicht. Deswegen müsst ihr einfach mal an dieser Stelle Support zeigen. Einfach ein Like da lassen und natürlich abonnieren. Und auch gerne auf unseren Team-CPAD-Kanal gehen, der in der Beschreibung verlinkt ist.
und dort auch gerne ein Abo da lassen, ne? Genau, einfach kurz machen und dann habt ihr alles direkt am Start. Dann habt ihr morgen ein cooles Video, ne? Dann schauen wir uns nämlich das Auto da, was 5 Millionen kostet, genauer an. Der Hypergleiter, der kommt nicht von alleine, Leute. Also ich muss sagen, 5 Millionen ist natürlich wirklich heftig. Große Hausnummer, ne? Überleg mal, 5 Millionen. Wann hat man zuletzt 5 Millionen auf einen Schlag ausgegeben? Aber man muss dazu sagen, ja, für die Häuser damals zum Beispiel, beim Wohnungsupdate, wo die Wohnungen jetzt komplett irrelevant sind, weil man damit gar nichts machen kann. Aber ja, gut. Stimmt, da war ja was. Wir wollen natürlich das Ganze nicht negativ darstellen. Die Wohnungen sind natürlich cool, aber wir hatten uns erhofft, dass da noch was kommt oder so, was leider nicht passiert ist. Naja, 12.000 haben wir in der Tasche. Das geben wir ganz schnell ab, würde ich mal sagen. Und dann geben wir nochmal fleißig das Geld ab. Und ich merke gerade, ich hätte noch ein bisschen Geld mitnehmen können. Aber gut, ist ja jetzt egal. Und ich merke, der zieht den Fallschirm irgendwie nicht. Das war auch komisch. Naja, 11.400 abgegeben. Und ich würde sagen, Leute, like nicht vergessen, abonniere nicht vergessen. Dann kommt morgen das Video, wo wir den Hyperglider kaufen. Also, bis morgen, Leute. Haut da rein und ciao. Jo, ciao, Leute.